Willkommen zurück zu SimCity. So, da sind wir jetzt im Hauptmenü. Und zwar gibt es Staffel 2 jetzt. Es wird ab und zu dann kommen, ich weiß noch nicht wie oft, und das sehen wir dann alles. Aber da das hier die erste Folge ist, will ich nochmal so ein bisschen zeigen, was wir in dieser alten Region immer hatten. Nämlich an diese ganzen wunderschönen Städte hier hatten wir ja. Ich weiß gar nicht, welche war die Hauptstadt? Die allererste Stadt bin ich mir nicht mehr so sicher, welche die war. Aber wir gucken uns jetzt einfach nochmal kurz, bevor wir anfangen, mit den nächsten Städten die Stadt an, die am meisten Geld hat und eventuell auch am meisten Einwohner. 17 Millionen? Sieht gut aus. 130.000, 104, okay. Ich glaube, ich weiß, diese hier ist auch noch ganz gut. Aber ich denke, wir gucken uns Electro City an. Ich denke, das ist eine der besten Städte, die ich hier geschafft habe. Ich bin mir nicht sicher. Ich gucke mal nach. Kann ja ist ein bisschen dauern noch mit dem Laden, aber naja. So, ich kläre auch gleich ein paar Vorschläge und so für SimCity, wie wir es machen wollen. Also, Staffel 2 wird eine eher kürzere Staffel, denke ich mal. Da ich eine Map nehmen werde, da wo nicht sehr viele Städte bereit sind. Und bei Staffel 3? Oder ich weiß noch nicht genau, wie das Ganze wird. Ihr könnt auch ein bisschen mitbestimmen. Aber ich habe nämlich was sehr Cooles geplant. Und zwar, wenn ich eine Map erstelle. Und zwar im Online-Mode. Und dort können alle Leute drauf, die quasi mit mir SimCity spielen wollen. Ich würde dann halt 16 Städte nehmen. Und mir halt gleich von Anfang an welche aussuchen, die ich dann haben will. Und dann gibt es halt noch Leute, die können mich dann auf YouTube anschreiben sozusagen, ob sie mitspielen dürfen. Dann lade ich die ein und die können sich dann da eine Stadt schnappen. Wie viele Städte genau jeder dann bekommt, weiß ich noch nicht. Ich denke eher erstmal eine dann. Ich weiß ja nicht, wie viele das machen wollen oder ob überhaupt jemand sowas machen will. Aber so, also die, das ist jetzt nur, dass er quasi in dieser Region bauen kann. Von Aufnehmen her, also dass er mitreden kann und so, ist noch nicht so geplant. Eher, eventuell kann man das ja machen, dass man die Städte herzeigt, wenn die halt cool sind. Und dann kann der mitreden oder so. Das wäre eine Option, ja. Alter, es leckt gerade ziemlich lange. Electro City, bitte lade schneller, ne? Muss ja ziemlich viel da abgehen da drin. Naja, und sowas will ich halt dann irgendwie so mit Community quasi machen. Zum City Together sozusagen. Ist jetzt auch kein Problem, ob ihr das Spiel schon ewig habt und euch super auskennt oder nicht. Es ist halt ganz klasse, wenn ihr halt dann natürlich schon länger dabei seid. Das wäre halt so auch super. Nicht, dass jetzt alle auf einmal ankommen. Das weiß nicht, ob dass man... Ja, keine Ahnung. Man soll auch nicht drängen, dass man sagt, ich will jetzt sofort rein. Das, ja, das bringt nicht weiter dann. Aber da werden wir dann mal gucken. Alter, wieso lädt das so lange? Man muss halt noch die dicken Ebenen entschlanken oder entschlacken? Feuchten Sand. Alter, was lädt das so lange? Gefällt mir gar nicht. Hm. Also wenn es jetzt nicht bald fertig geladen ist, werde ich das jetzt rauscutten. So, endlich. Ach. Ach du Scheiße. Ich pausiere mal kurz. So, das ist also Electro City. Okay. Ich spiele jetzt schon wieder eine längere Zeit SimCity. Da ich, es hat mich mal wieder gebockt und seitdem habe ich halt so ein bisschen online und Singleplayer halt kurz mal ein bisschen was. Und nachgeguckt, was man so alles machen kann. Hier werden wir auf jeden Fall nicht mehr weiterbauen. Ich weiß gar nicht, kann man so eine SimCity Map zum Down... Alter. Was hat das Spiel gerade? Egal. Ich lasse es mal kurz. Moment. Einstellungen. Vollbild. Ja, ja. V-Sync off. Limit FPS. Aus. Jetzt hat es wahrscheinlich kurz gecuttet, aber okay. So. Geht's jetzt? Ich hoffe. So. Ich kann euch gleich mal sagen, was wir hier auf jeden Fall falsch gemacht haben, da ich mich ja jetzt besser auskenne. So, die Megatürme machen Gewinn, okay. Spezialisierung, was haben wir uns denn spezialisiert? Also
Also anscheinend habe ich bei dem Megatürm. Ja gut, ich habe einigermaßen gute Arbeit, aber diese Marktetasche zum Beispiel macht Minus. Nicht so gut. Hier passt sogar alles. Okay. Wundert mich gerade ein bisschen. Ich dachte, da wäre mehr schief. Ansonsten könnte man hier notfalls noch ein bisschen was machen. Dann hätte man ein bisschen mehr. Was dürfte jetzt nicht sehr viel bringen. Auf was haben wir uns denn bitte spezialisiert? Nicht genehmigt? Okay, das hatten wir also nicht. Ah, Prozessorfabrik. Haben wir auch Handel hier? Ja. Haben wir hier irgendwie Bohrungen? Nein. Erz? Wieso habe ich hier dann Prozessoren, wenn ich hier nicht mal. Ah, das hier oder wie? Ich importiere also diese zwei Sachen und verarbeite sie dann zu Prozessoren. Weil ich denke, ich mache dadurch eher Minus. Moment. Prozessoren. Rohöl, Plastik. Okay. Also ich könnte mir jetzt nicht so vorstellen, dass. Ich weiß nicht, wie dieses Stadtteil halt richtig funktioniert. Ob die eher Minus macht oder halt, ob das hier das wirklich ausmacht. Aber ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt hier das importiere, nur damit ich Prozessoren machen kann. Dann das hier. Was haben wir noch? Parks. Ja. Also ich weiß nicht genau, was ich hier in dieser Stadt so richtig falsch mache, dass ich minus 20.000. Das ist nämlich ja nicht gerade gut, ne? Ich habe auch ein paar neue Erweiterungen. Ich denke, auf die komme ich dann einfach später zu sprechen. Ja. Ich weiß nicht, was ich hier genau falsch gemacht habe. Aber irgendwas kann hier nicht stimmen. Na gut. Zurück zum Hauptmenü. Also irgendwas ist ja auch falsch. So, jetzt wie gesagt, spielen. Spiel erstellen. So, was nehmen wir denn? Drei Städte, fünf Städte, sieben Städte, sechs Städte. 14, 8. Welche Map hatten wir denn letztes Mal? Ich denke, das. Nee. Was hatten wir letztes Mal? Das da hatten wir. 11 Städte. Okay. Und die haben wir eh nicht voll bekommen. Seeförden. Sieht sehr interessant aus. Ist, glaube ich, auch alles miteinander verbunden. Ja. Doch. Ich weiß nicht, es wäre auf jeden Fall was Neues, muss ich sagen. Die sind alle viel zu groß und zwei Städte sind viel zu wenig. Da lohnt sich's gar nicht. Drei Städte sind auch viel zu wenig. Das hier auch nicht so. Granitsee? Nee. Wir nehmen Seeförden. Das heißt, vier Städte weniger als letztes Ding. Aber wir haben fast. Ah, ich weiß nicht. Irgendwie was mit vier Städten oder so gibt es nicht, oder? Fünf. Aber es sieht ziemlich bergig aus. Ich weiß nicht, ob ich Berge mag. Es wären halt fünf Städte und sonst nicht mal zwei mehr. Oder das, aber scheint jetzt auch nicht so toll. Ich denke, ich nehme einfach Seeförden. Sieht eigentlich recht schön aus mit diesem See innen drin. Quasi hier so. Und hier so rundum halt Wasser, ne? Ja, kann man mal machen. So, let's play Staffel 2. Baukasten brauchen wir nicht, das wäre doof, da hätten wir schon alles. So, genau, und jetzt sieht das hier alles so aus. Ein Großprojekt, was wir machen wollen. Dann weiß ist Schiene, geht ja fast ziemlich überall hin. Okay. Dann gucken wir uns mal die Anfangskarte an. Aha, okay. Das sind sehr, sehr spezielle Städte, muss ich sagen. Ist auf jeden Fall dann eine Herausforderung. Wenn es ein bisschen hügelig ist, ne? Hier ist einfach mal so ein Berg in der Mitte, okay. Ich bin gerade am Überlegen, welche nehmen wir denn dann? Das ist eigentlich eine sehr schöne Anfangsstadt. Von dem hier haben wir natürlich jetzt nicht sehr viel. Aber es scheint. Oh, hier aber. Öl. Können wir ja dann mal Omega probieren.
Von allem ein bisschen was, okay. Ja, dann nehmen wir uns diese hier. Die hat... Ah, ne. Diese. Die hat Wasser ein bisschen. Das reicht eigentlich. Und ich will mich sowieso nicht so auf Erz und so spezialisieren. So, und ab jetzt starte ich dann auf den Timer. Oh, ist das ein schönes Bild. Seeförden, ja. Eilerstart, okay. Dann mache ich jetzt noch 15 Minuten, weil es ist sicher schon lange. Dann können wir mal gucken. Und ich muss V-Sync doch wieder anmachen. Ich weiß nicht. Naja. So. Das war mein PC, falls man es gehört hat. Das ist Quietschen. Irgendwie ruckelt es sonst. Kotzt mich gerade ein bisschen an. Mal. Ruckelt's noch? Nein. Okay. Dann machen wir das rein. So, also, was haben wir denn hier? Hier ist diese Eisenbahnstrecke. Die geht bis darüber. Okay, die gewährt einfach mal durchs Land hindurch. Könnte ich diese Strecke hier auch abreißen? Ah, ich könnte die auch abreißen und gerade machen. Eventuell machen wir das, wenn wir genug Geld haben. Weil mir gefällt es halt gerade noch. Oder wir können mal eine... ich mag eher dieses normale Rastermuster. Das ist eigentlich auch immer am besten. Moment. Okay, da hinten muss dann Industrie hin. Ich weiß nicht, ob ich es früher auch immer mit Wegen zuerst gebaut habe, ob ich da schon so schlau war. So. Und dann können wir hier noch so rüber. Ein bisschen, ja. Okay. Das ist jetzt nur so ein bisschen anfangs. Gedöns. Ich probiere hier mal gerade ein bisschen rum. Aber ich denke, ich werde dann später schon was verändern müssen. Wohl oder übel. Ich habe halt gerne so ein spezielles Aufbaumuster, sozusagen. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ja... Wieso leckt... Kann es sein, dass die Musik rumleckt? Ah, mal gucken, wo hier... Oh, hier ist viel Wasser. Genau da, wo die Industrie hinkommt. Na geil. Aber so von der Landschaft sieht es auf jeden Fall auch interessant aus. Huch, was ist das denn hier? Was möchtest du denn? Basisstruktur. Das können wir dann gerne machen. Aber... Zuerst... Ich überlege gerade echt, ey, wie ich das machen soll. Spiel ruckelt. Ich weiß nicht wieso. An was es liegt. Aber ihr hört diese Unterbrecher auch, oder? Die waren davor noch nicht bei der, wo noch keine Aufnahme war. Das ärgert mich gerade, leider. Naja, das finden wir schon noch hier raus, okay? Das ist echt furchtbar. Na geil. Aber okay. So, ich denke, ich baue... Vielleicht doch erstmal... Oder warte kurz. Daran liegt es nicht, oder? Nee.
Okay, dann keine Ahnung. Dann kommen wir erstmal die erste Folge damit aus. So. Die erste Stadt werde ich auf jeden Fall erstmal so bauen. Und wenn wir dann eine andere Stadt haben, da wo dieser Weg nicht so direkt durchgehend ist, werde ich das ein bisschen anders bauen und den Weg mache ich ja dann später einfach weg. So einfach mache ich mir das. Okay, die wollen auf jeden Fall mehr Gewerbe. Sollen sie dann bekommen? Hier sollte dann noch eine Straße auch hoch irgendwann mal. Meine Güte. Moment. So, geht doch. Hoffe ich. Strom. Ja, bekommt er sofort. So, da wir ja schon ein bisschen Geld haben hier, werde ich hier ein schönes Kohlekraftwerk aufstellen. Ölkraftwerk. Oder? Ja doch, bekommt er. So, und Wasser bekommt er natürlich auch noch, damit er Ruhe gibt hier. Wasser. Nee, ich muss da schon unten. Muss ich halt ein bisschen was wegmachen von der Industrie. Damit da, ja, nicht... Oh, jetzt habe ich alles weggemacht. Hä? Schlau. Damit da ja nicht so übertrieben... Oh, jetzt haben schon alle die Häuser verlassen. Okay. So. Dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Bereitstellung der Wasserversorgung, das ist gut. Und Abwasserendrohr. Das würde ich eigentlich ganz weit weg, da wo wenig Wasser ist. Wegen Bodenverschmutzung und so. Ja, da hinten. Da hinten schön ins Eck reingequetscht kommt das jetzt rein. Bam. Und hier so. Kommt dieses Abwasserteil hin. Pfui Teufel. Da will ich nicht wohnen dran. Die Armen. So, hier noch ein bisschen Gewerbe. Sonst noch was, die jetzt schnell brauchen? Gemeindehaus natürlich. Hier passt doch schön hin. Okay, wir können es noch nicht erweitern. So, Vergabe des Stadtnamens. Okay. So, da das ja eigentlich meine Hauptstadt werden soll, nenne ich sie, wie zurzeit immer, nach meinem Hamster Buffy. Und die wollen Omega. Ja, ich weiß nicht, ob ich hier Omega mache. Ich denke nicht, weil wir haben hier halt kein Kohle und, kein Erz und kein Öl. Oder? Oh doch, wir hätten... Doch, wir haben sogar beides hier. Aber ziemlich wenig, leider. Aber wenn es wirklich wäre, könnten wir das machen. Aber ich kenne mich halt mit Omega nicht sehr aus, ja. Das ist halt das Problem, das Kleine. Ja, langsam hätten wir eigentlich genug Geld, ne? Dann könnten wir theoretisch diese Straße wegmachen oder auch praktisch. Bad. Das wird jetzt ziemlich in die Kasse gehen, glaube ich. Aber okay. Bosch. Alter. Huch, wieso hat es jetzt nur bis da? Achso, weil ich rausgegangen bin. Bam. Weg ist alles. Und ich kann Upgrade machen, obwohl es jetzt gar nicht mehr stimmt. Hey. Was nehmen wir denn? Ich finde Versorgungsabteilung jetzt so für den Anfang recht wichtig. Aber erstmal will ich kurz die Straße ziehen, nicht, dass das da... Oh, du willst noch was? Was ist denn? Oh ne, Kirche, oh Gott. Oder halt irgendein so ein...
Religiöses Gebäude. Also ich weiß ja nicht. Alter, das nervt langsam mit diesen Unterbrechungen. Ich hab mal etwas noch nie so richtig ausprobiert. Ich würde sowas gerne eigentlich mal ausprobieren. Huch, nämlich so ein Kreisverkehr, weil der soll wirklich angeblich ziemlich gut gegen Verkehrsprobleme helfen. Das ist ein hässlicher Kreisverkehr. Oh Gott. Ja. Ist ein Kreisverkehr, okay? Das sagen wir einfach mal, das ist ein Kreisverkehr. Das ist jetzt ein Kreisverkehr, okay? Ja. Gut. Hätten wir das schon mal geklärt. So, hier in die Mitte so ein bisschen. So, hier dann so wieder. Ja, okay. Das ist ein Kreisverkehr, Leute. Das ist ein Kreisverkehr. Man könnte mir schon glauben, das ist ein Kreisverkehr, ja? Alter. Das ist so schäbig. Ich mach ein paar Bäume rein, vielleicht sieht's keiner. Was? Jetzt schon Megatürme? Nix da. Spinnst doch. Also Aufträge haben wir ja schon genug. So, jetzt kann ich ja hier, das hier ist, denke ich, sinnvoll. Soll ich hier ran, oder? Ja, doch. Mach. Damit wir da eine gescheite Kläranlage bauen können hier. Aber jetzt können wir es sowieso nicht bauen, weil wir zu wenig Geld haben. Ich erhöhe mal die Steuern. Dabei muss das Abwasserendrohr noch halten. Das ist dann in den nächsten Städten natürlich nicht mehr so. Alter, was ist das? Was ist das? Ich will das so nicht stehen lassen, Leute. Ich kann das nicht stehen lassen, doch nicht. Alter. Ich kann das nicht stehen lassen. Das ist einfach so scheppig. Oh Gott. Ich mach den irgendwann schöner, keine Sorge. Das wird so nicht bleiben, nee. Never. Vergiss es. Ich muss hier weg. Arbeitslosigkeit. Schlecht. Wie macht man das? Am dümmsten. Ist das gerade? Oh, ich habe Kurvenmodus noch drin. Wieso ist das so schäbig? Oh Gott, ich will das so nie lassen. Aber ich spare noch. Ich spare noch, Leute. Und dann mache ich es weg. Keine Sorge. Es herrscht ja Arbeitslosigkeit. Das heißt, ich muss das hier auch noch umwandeln. In ein bisschen Dings hier. Gewerbe. So, das wollte ich sagen. In Gewerbe, genau. So. Ansonsten passt es jetzt für Erste. Das hier ist gesichert. Da muss ich jetzt das noch reinmachen, damit die Kohle, Öllieferung bekommen. Hier ist jetzt auch alles okay. Und in Butter? In Butter. Es ist in Butter. Ja. Hier können die jetzt da bauen und auf die... Okay, das wird passen dann. Huch. Dann kann ich hier auch gleich... Huch. Hä?
Hä, wieso wird das gerade so schief? Bin ich jetzt blöd? Ah, jetzt geht's. So. Da ist aus irgendeinem Grund Gewerbe hingekommen. So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Gewerbe. Okay, was ist Nachfrage? Mittler. Aber der Timer sagt uns, wir sollen schon mal aufhören. Das heißt, wir hören natürlich auf den Timer. Müssen wir ja wohl. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Folge der zweiten Staffel, ne? Ach, ich freue mich auf jeden Fall wieder weiterzumachen. Ciao.